Picknickzeit. Und mich fragst du nicht, ob ich Energiebedarf habe? Das sagt doch was. Ich hab einen Akku dabei. Ja. Aber ich weiß doch gar nicht, woher der Strom hier kommt. Ich mag nur köstlichen, umweltfreundlichen Strom aus erneuerbaren Energiequellen, also aus Wind, Sonne, Wasser und so weiter. Okay, stopp. Ja, aber hab ich ja nicht. Sehr freundlich. Da ist ja Grillkohle drin. Wer macht denn sowas in ein Sandwich rein? Siehst du, das wäre für mich ein bisschen so, als würde ich Strom futtern, der aus Kohle hergestellt wurde. Und wie du weißt, mag ich nur köstlichen Strom aus Wind, Sonne, okay, Wasser. Okay, okay, gecheckt. Mann. Bei Xin grummelt ja auch so der Magen. Also ich könnte auch mal wieder eine gesunde Stromaufladung gebrauchen. Ich fühle mich ein bisschen unter Strom, da werde ich schnell zickig. Bist du jetzt auch auf so einem Gesundheitstrip, oder was? Julian, viele Arten der Stromherstellung sind schlecht für die Erde. Kohleenergie verschmutzt die Luft und bei der Atomenergie sind der Brennstoff und die Abfälle gefährlich für die Natur und auch für euch Menschen. Okay, dann holen wir uns jetzt was Gesundes zu essen und checken alles zum Thema gesunder Strom. Denn heute führt uns unsere Checkspedition ins Energiespardorf. Unser Planet steckt in Schwierigkeiten und er braucht dringend Hilfe. Klimawandel, Müllberge, Hochwasser, Waldbrände, Luftverschmutzung. Und viele denken, das kann ich doch nie im Leben ändern. Aber einer sieht das anders. Checker Julian. Er zieht los auf Checkspedition. Und ich, Julians megaklevere Uhr Xi, bin auf der Abenteuerreise quer durch Deutschland immer mit dabei. Zusammen erforschen wir, wie sich unsere Erde verändert und wir entdecken, was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann. Checkspedition Spezialausrüstung bereit? Dann los auf Checkspedition! Ey Leute, ich hab so dermaßen Hunger und Xi auch. Deshalb erstmal kurzer Checkspeditions-Zwischenstopp. Heute sind wir im Allgäu unterwegs. Hier liegt Wildpolsried, ein Dorf, das seine gesamte Energie nachhaltig herstellt. Hoffentlich gibt's hier auch was Gesundes zu futtern für uns beide. Boah, Xi, so langsam kann ich nicht mehr. Ich hab so Hunger, ich hab überhaupt keine Energie mehr. Ich glaub, so ein E-Bike wäre eigentlich ganz gut gewesen für diese Reise. Ein E-Bike? Du bist doch keine faule Couchkartoffel. Echte Abenteurer müssen auch mal schwitzen. Treten, Julian, das ist gesund. Ich messe gute Vitalwerte bei dir. Ja, okay, ist ja gut. Dass diese Uhr aber auch immer recht haben muss, ne? Aber so mit Strom betriebenes Fahrrad wäre schon echt cool gewesen. Strom für mich wäre cool. Was ist Strom eigentlich, Xi? Also pass mal auf, Julian. Elektrischer Strom ist eine Kraft der Natur. Am besten sieht man das bei Gewittern. In den Blitzen steckt elektrische Energie. Menschen stellen diese Elektrizität künstlich her, zum Beispiel für elektrisches Licht. Ein Teil des Stroms wird mit Kohle- und Atomkraftwerken hergestellt, allerdings ist das nicht wirklich umweltfreundlich. Kohlestrom erzeugt viele Abgase und der Abfall von Atomkraftwerken ist giftig und bleibt das auch Jahrhunderte lang. Es gibt aber auch immer mehr Möglichkeiten, den Strom nahezu umweltfreundlich herzustellen, zum Beispiel mit Windkraft, Wasserkraft oder Sonnenenergie. Was jetzt schon klar ist, um den Klimawandel zu stoppen, muss unsere Energie ganz oder zum allergrößten Teil umweltfreundlich erzeugt werden. Boah, ich kann nicht mehr. Boah. Hi! Hey, hallo. Ey, weißt du, wo es hier was zu essen gibt? Ja, ich glaube, da kann man helfen. Perfekt, ich kann nämlich gar nicht mehr weiter. Stinkt ganz schön, was der in seinem Anhänger drin hat. Sag mal, Xi, kannst du mir mal sein Profil zeigen? Wendelin Einsiedler ist Biogasbauer. Er macht aus Pups Strom und hat eine sehr gute Nase für Energie. Ey, was ist denn das hier für ein Hof? Das sieht ja total krass aus. Hier diese Kuppel und alles. Ja, das ist also Mist und Gras. Aha. Aus dem machen wir Strom und Wärme hier. Echt jetzt? Ja. Aus Kacke? Aus Kacke auch, ja. Ey, weil das musst du mir echt genauer erklären, wie man aus Mist und Gras Ja, das versuche ich mal. Also das ist nicht ganz einfach, aber versuchen wir es. Okay, ja. Also wenn es so kompliziert ist, dann brauche ich davor was zu essen. Ich mache auch was dafür, ich kann so lange was machen. Das ist gut. Ey Leute, unter einer Abenteuerreise habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt. Ah, das stinkt. Das reicht jetzt schon. Ja. Hier, ich habe nur eine Banane gefunden. Ja, danke, das ist perfekt. Boah, das brauche ich jetzt echt. Ja, das ist doch alles Müll, das ist doch echt tot, schau, oder? Das lebt, das ist ein ganz lebendiger Haufen. Schau, wenn du die Hand hier hältst, das wird, das ist warm. Ja, das ist echt warm. Das heißt, in dem Misthaufen ist schon Energie gespeichert. Ja, auf jeden Fall, viel Sonnenenergie gespeichert. Aha. Und die Bakterien arbeiten das zu Energie um. Was ist mit den Bakterien da?
Ja, das sind sehr viele Bakterien, das sind Milliarden von Bakterien, die da drinnen in diesem Pott das umarbeiten, fressen das und dann pupsen sie Methangas aus. Wirklich? Und das Methangas ist das, was man will? Das heißt, die Bakterien fressen diesen Misthaufen auf, machen es zu Methangas und das wird dann zur Strom umgewandelt? Ja, das ist doppelt gut. Erstens geht es nicht in die Atmosphäre und zweitens können wir Erdöl, also Öl sparen, fossile Brennstoffe einsparen. Also Julian, der Bioabfall wird von winzigen Lebewesen, den Bakterien, gefressen. Die gibt es überall in der Natur. Sie erzeugen dabei das Gas Methan. Das nennt man auch Biogas. Das Biogas gelangt über eine Leitung in ein Kraftwerk. Dort verbrennt das Methan und erhitzt Wasser. So entsteht Wasserdampf, der nach oben steigt und eine Turbine antreibt. Und die bewegt dann einen Generator, der die Bewegung in Strom umwandelt. Cool, oder? Also so viel Mist. Was denkst du, wie viel Strom ist da drin? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da überhaupt Strom rausgemacht wird. Wahrscheinlich so viel wie einmal Zähne putzen oder so. Nee. Also ungefähr 2 Stunden Fernsehschauen. Wirklich? Ja. Das heißt, wenn man jetzt hier die kleine Ecke sieht, dann wäre das wahrscheinlich so eine Checkspeditionsfolge. So eine Viertelstunde Strom. Ja. Ey, krass. Ja. Das ist ja verrückt. Kann ich das eigentlich auch zu Hause machen? Ja, wenn du genug Platz hast ums Haus. Aber es ist schwierig. Aber wenn du zum Beispiel deinen Biomüll trennst, separat in die Müllentsorgung gibst, dann kannst du auch helfen, weil da kann man aus diesem Biomüll auch Strom machen. Auch die Bananenschale lass du hier, die machen wir auch gleich Strom. Ja, ist gut entsorgt. Eine gute Tat. Auf geht's, Leute. Wir entdecken, wie man noch umweltfreundlich Strom erzeugen kann. Zeig mir das Dorf von oben. Wendelin hat mir einen Tipp gegeben. Auf fast allen Dächern hier in Wildpolsried liegen solche Solarstromplatten. Wenn wir alle sowas auf dem Dach hätten, bräuchten wir vielleicht bald keine Kohle- und Atomkraftwerke mehr. Schaut mal, da ist jemand, der uns erklären kann, wie das mit der Sonnenenergie genau funktioniert. Nichts wie hin. Ey, also hier bin ich richtig. Drohne? Ixi, zeig mir mal sein Profil. Thomas Pfluger ist Solarbauer. Seine beste Freundin ist die Sonne und er liebt sonniges Wetter. Hi. Oh. Du bist Thomas, oder? Ja. Kannst du mir vielleicht erklären, wofür diese großen Platten da hinten sind? Die Sonne strahlt da drauf und mit den Platten wird es in Strom und Energie umgewandelt. Sag mal, wie geht das? Ja, also schau mal her, ich habe da so einen kleinen Koffer und da ist jetzt oben drauf auch so ein Solarpanel. Solarpanel heißt das, ja, dann so genau. Alles? Und hier kann ich jetzt zum Beispiel mal einstecken und jetzt läuft hier so ein Lüfter. Das heißt, da kommt jetzt auch schon Strom. Ja, genau, das ist der Strom jetzt von der Sonne, obwohl wir gar nicht so viel Sonne haben, aber das ist schon der Strom, ja. Das Sonnenlicht trifft auf diese einzelnen Zellen und was passiert dann? Ja, da werden Elektronen freigesetzt, die dann ihrerseits den Strom erzeugen. Die Solarzellen bestehen vor allem aus dem chemischen Element Silizium. Wenn die Sonne darauf scheint, fangen die Elektronen im Silizium an, sich zu bewegen und es entsteht Strom. Die waagrechten und senkrechten Streifen sind kleine Leitungen. Über sie gelangt der Solarstrom zum Beispiel zu einem Ventilator, der dann anfängt, sich zu drehen. Oder zu einer Lampe, die dann leuchtet. Und das ganz ohne schädliche Abgase. Aber was macht man denn, wenn die Sonne jetzt nicht mehr scheint? Wenn ich das zum Beispiel abdecke, hier so mit meinem Helm, dann geht's ja aus. Das ist ja ein Problem, ja, oder? Klar, aber da haben wir natürlich auch ein Mittel dafür. Wie hast du das, hast du da jetzt gemacht? Ja gut, ich habe natürlich vorhin, als die Sonne geschienen hat, hier drin eine Batterie und habe die Batterie geladen. Das ist ja mega cool. Das heißt, ich könnte jetzt auch meine Drohne bei dir laden, oder? Ja, geht klar. Das? Okay, hier. Stecken wir das aus, die Drohne an. Ey, funktioniert. Super. Hier, die leuchtet. Hey Julian, denk doch mal an mich. Okay. Ja, ist ja gut. Du kriegst auch noch eine Ladung. Darf ich meine Uhr auch aufladen? Ja, dazu reicht es jetzt vermutlich nicht bei der wenigen Sonne, die wir haben, ja. Ach so, ja, sorry, es tut mir leid. Aber jetzt weht ja auch ziemlich viel Wind. Und da hinten haben wir lauter Windräder. Da kannst du ja dann hingehen und die weiter laden. Auf zum Windpark! Schneller, Julian, ich will Strom. Aber wo sind denn jetzt diese Windräder? Wow! Boah, ist das hoch. Das ständig hier. Was macht so trotzdem? Das schaffe ich bloß, wenn ich mehr halte. Hallo. Ey, du bist ja wieder. Dann kannst du doch bestimmt auch was über die Windräder hier erzählen, oder? Ja, sicher. Wie viel Strom erzeugen die denn? Ja, das ist gar nicht so wenig. Windkraftwerk versorgt ca. 2.000 bis 3.000 Haushalte.
Nee. Ja? So viel? So viel Kraft hat der Wind. Wahnsinn. Okay, aber wie funktioniert denn das eigentlich? Ja, ganz einfach. Der Wind kommt, dreht die Rotoren an. Ich glaube, das ist wie bei meinem Wasserkraftwerk eigentlich. Pass mal auf. Guck, sieht doch aus wie so ein... Ja, das funktioniert ähnlich. Windrad, da ne? geht Wasser durch. Wenn der Wind durchgeht, dann treibt sich das an. Da ist noch ein Generator dazwischen, wie ein Fahrraddynamo. Und so wird die Drehbewegung in Strom umgewandelt. Also gar nicht kompliziert. Hier, Julian. Im Windrad befindet sich eine Art Riesen-Fahrraddynamo, ein elektrischer Generator. Das heißt übersetzt so viel wie Erzeuger. Ein Generator besteht aus einem Magneten und einer Spule, zum Beispiel aus Kupfer. Der Magnet dreht sich und bewegt damit die winzigen Teilchen, die wir schon kennen, die Elektronen. Und wenn die sich bewegen, genau, dann fließt wieder Strom. Schließt man dann ein Kabel an, wandern die Elektronen zu den sogenannten Verbrauchern, also zu Geräten wie zum Beispiel einer Lampe. Danach fließen sie durch ein zweites Kabel wieder zurück. So entsteht ein Kreislauf, der Stromkreis. So, jetzt aber. Ich will auch Energie, saubere Windenergie. Ja, aber es weht ja hier gar kein Wind. Wie sollen wir das denn machen? Ja, da unten weht kein Wind, aber da oben am Windrad, da geht Wind. Hoch mit dir, Julian. Mein Akku ist bald leer. Ja, aber keine Chance. Deswegen gehe ich da nicht da hoch. Weißt du, wie hoch das ist? Ja, 150 Meter. Ja, siehst du? Na gut, der Wendelin weiß, wie er mich überreden kann. So, Leute, wir haben uns jetzt gesichert, weil es geht jetzt richtig weit hoch. Und ich habe hier mein Wind- und Wasserkraftwerk, um Ixi aufzuladen. Auf geht's! Boah, Leute, 150 Meter hoch aus Windrad. Was für ein Expeditionsabenteuer. Da geht's ganz schön hoch. Das ist ein enges Teil. Boah. Wildpolsried erzeugt übrigens viel mehr Strom, als es selbst verbraucht. Und das alles umweltfreundlich mit Wind, Sonne und Biogas. Stellt euch mal vor, alle Dörfer würden das machen. Jedes einzelne Dorf und jede Stadt kann also etwas tun gegen den Klimawandel. Boah, das ist krass. Ey, Leute. Boah. Ey, da wird einem ja schwindelig, wenn man da runterschaut. Okay. Das heißt, jetzt bin ich safe. Boah, dann gehe ich jetzt hier raus. Ey, krass. Das ist mein Ausblick. Da, schau mal, die Bäume, die sehen so klein aus. Boah. Schaut mal, Leute, da drüben sind die anderen Windräder. Da geht doch heute gar kein Wind, dann kriegt ihr heute gar keinen Strom. Hier. Windkraft heute in unserer Region nicht. Aber Sonne kommt schon durch. Und natürlich haben wir noch für diese Situation unsere Biogasanlage. Verstehe, das heißt, wenn eure Windräder gerade keinen Strom produzieren, habt ihr immer noch deine Biogasanlage und überall diese Solarstromanlagen. Solarstromanlage, ja. Und dann kommt doch noch ein bisschen Wind. Dann lade ich jetzt hier mit Ixi auf. Okay. Oh, es funktioniert! Hey, cool! Und Ixi, wie schmeckt dir der Windkraftstrom? Er ist köstlich, Julian. Das habe ich mir schon gedacht. Top! Mission erfüllt! Ey, Wendelin, war ein richtig cooler Tag. Vielen Dank für alles. Hat sich gelohnt, gell? Ja, toll! Leute, was für ein Abenteuer heute. Ich habe gelernt, wie wichtig erneuerbare Energien für unser Klima sind und wie viele verschiedene Anlagen dafür zusammenarbeiten müssen. Aber am Ende geht es natürlich auch darum, dass wir gar nicht erst so viel Strom verbrauchen. Deswegen gibt es eine kleine Checkspedition für euch zu Hause. Schnappt euch eure Eltern und sucht doch einfach mal eure Wohnung oder euer Haus nach Geräten ab, die vielleicht nicht immer angeschaltet oder im Standby-Modus sein müssen. Für mich geht es jetzt ab in den Schlafsack und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ach ja. Und Licht aus, ne? So. Ach, heute kann ich bestimmt sehr gut schlafen. Grüne Energie fühlt sich einfach so schön an. Schön, dass du so gut gelaunt bist. Schau mal, ich habe auch noch ein bisschen Biogas für dich. Hey, geht, Julian, das ist doch ekelhaft, du. Okay, sorry. Gute Nacht, Ixi.